Heute ist ja ein neues Vollgas-Event gestartet und wir schauen uns mal das Ganze an, denn hier gibt es ein paar Aufgaben, die ein bisschen schwieriger sein können. Auf der linken Seite sind die Aufgaben echt nicht dramatisch, sehr, sehr einfach. Auf der rechten Seite ein bisschen schwieriger, denn wir müssen immer solche Köpfe einsammeln. Ich warte mal ganz kurz, bis das Ganze hier lädt, denn es ist echt lang, dieser Text. Den verlorenen Halo-Kopf, glaube ich, den verlorenen Helm, müssen wir immer auf einer Map einsammeln. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze ganz genau geht. Was aber noch ganz wichtig ist, ihr müsst auch den richtigen Modus spielen. Und zwar einmal hier Show-Auswahl draufdrücken. Schaut, dass ganz genau nur hier der Haken ist, bei Spartanprobe. Denn ansonsten, wenn ihr überall den Haken drin habt, dann wechselt das Ganze mal random. Und so habt ihr den Haken nur hier. Dann ist auch da immer nur das, was ihr dann spielt, und zwar Spartanprobe, weggehen und dann spielen drücken, und wir sehen uns dann gleich in der Runde wieder. Wir befinden uns gerade hier auf der Map Torhunger und ich werde euch mal zeigen, wo sich der Kopf hier befindet. Dafür müssen wir aber relativ weit nach hinten gehen. So, einmal hier straight durch. Die Map ist eigentlich wirklich easy, simpel zum Spielen. Als ob ich den jetzt noch gehittet habe. Perfekt, ich werde wahrscheinlich das Ganze nicht mehr sehen können, aber ich werde euch trotzdem zeigen, wo das ganz genau ist, denn ich habe es aus Versehen ohne Aufnahme eingesammelt, weil was jetzt nicht so klug war, muss ich ehrlich sagen, aber, ach, wir sehen sogar den Kopf, der ist da vorne, ganz genau da vorne am Ziel, einmal ganz kurz warten, jetzt wieder laufen und zack, und wir haben es sozusagen eingesammelt, dann ins Ziel laufen und dann habt ihr das Ganze von Torhunger eingesammelt. Sobald ihr das Ganze dann eingesammelt habt, bitte nicht die Runde leaven, denn ansonsten zählt das Ganze nicht. Ihr müsst wirklich warten, bis ihr komplett rausgeflogen seid oder halt bis ihr gewonnen habt. Also einfach abwarten und dann, wenn ihr dann quitten dürft, dann macht das Ganze, denn dann zählt das Ganze auch. Ihr seht es auch schon hier, ich habe das Ganze von Torhunger abgeschlossen unter meiner Facecam und ich könnte jetzt theoretisch hier schon mal die ersten Dinge einsammeln. Sehr, sehr nice. Vergesst auch nicht, meinen CC zu benutzen in Fortnite oder Fall Guys, falls das Ganze gehen sollte. Und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Challenge-Video.